Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Dragon Power. Ja, vor 5 Minuten habe ich noch gespielt Dragon Fighter und jetzt nehme ich schon wieder auf Dragon Power. So schnell geht das hier bei mir. So, was erwartet uns hier? Es ist ein Spiel von Bandai, könnte also ganz gut sein, ist allerdings von 1986, der hier das Copyright heißt. Es ist schon eins von diesen älteren NES-Games. Schwierig zu sagen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber wir werden es jetzt zusammen herausfinden. Ist laut Cover wohl irgendwas mit Ninjas? Okay. Let's go! On the trip. Use this. Ich kriege einen Dragon Radar, gehe ich, oder was? No, let's go. Okay, was mache ich jetzt? Ich kann hüpfen, ich kann kicken. Das ist irgendwie eine interessante Grafik. Okay. Das Spiel hat mir irgendwie wenig Zeit gegeben. Okay, links, rechts, rauf, runter. Und der Typ lächelt die ganze verdammte Zeit. Das gefällt mir. Er haut links, er haut rechts. Nein, er haut nur rechts. Okay, hauen. Und ich kann hüpfen. Hauen, hüpfen. Start ist Pause. Select bringt gar nichts. Das ist gut. Grafik finde ich ganz nice. Sound, naja, mal abwarten. Kann ich darauf hüpfen? Nein, es ist... Für NES-Verhältnisse eigentlich ziemlich feine Grafik. Wow. Da kann man reingehen und weiterkunden. Kann ich das einsammeln? Was ist das? Kann ich wirklich was einsammeln? Leute, ich bin voll begeistert. Was ist das da? Kann ich da irgendwas mit diesen Löchern da anfangen da? Nope. Ich verliere... Permanent Power. Okay. Also Stillstand ist hier nicht angesagt. Oh, ja. Der war ja urstark. Ah, jetzt habe ich auch einen Stab. Hatte ich den vorher auch schon? Nö, oder? Ah, da habe ich was gefunden hier. Komm her, du Pechvogel. Okay, schauen wir mal da oben rein. Da ist nichts mehr. Rein in die Hütte. Der hat ein bisschen großes Schwert. Der ist irgendwie ein bisschen zu stark für mich. Ich habe ihn geschafft, irgendwie. Und er freut sich schon wieder so sehr. Oh no. Meine Freundin wird ihn führt. Er sagt sogar wirklich oh no. Spricht wie ich. Sehr sympathischer Kerl. So, Kollisionsabfrage hingegen ist nicht ganz so sympathisch immer. Ich fasse gerade nicht, dass das Spiel um die. Zu welchem Jahr das erschienen ist und welche Grafik das hat, Leute. Das ist ganz krasse Leistung für die damalige Zeit. Ganz ohne Spaß. Wahnsinns-Game eigentlich. Ja, ich beeil mich ja schon. Help me, please. Ja. Die Hilfe naht, mein Schatz. So. Ist es überhaupt meine Freundin? Hab nicht so genau gelesen. Ist es Freundin oder Schwester? Ich lieber Freundin. Irgendwie ist Freundin retten epischer als Schwester retten, oder was meint ihr? Könnt ihr mal abstimmen in den Kommentaren? Schreibt mir in die Kommentare. Rettet ihr lieber eure Freundin oder rettet ihr lieber eure Schwester? Ob ihr eine habt, ist jetzt egal. Bei beiden. Gilt natürlich auch für Freund. Für die weiblichen Zuschauer. Ja, come on! Ich beeil mich ja. Es ist kein Spaß. Es ist kein Scherz. Ich beeil mich. Macht da alle Platz? Komm schon. Kann ich dich da? Ja, ich komm's da nicht durch und ich kann nicht hauen, das gefällt mir. Da ist schon wieder was versteckt gewesen. Ich habe schon wieder so ein tolles Versteck gefunden.
Was ist das? Ein Fledermaus, die mache ich platt. Ein Fragezeichen, sehr gut. Keine Ahnung, was wir Punkte bringen, aber wir wissen, mehr ist immer besser und deswegen sammeln wir alle Punkte ein. Hey! Bist du okay? I'm fine. Was ist mit den Dieben? Oh je. Yeah. Ich hau einfach wieder drauf, so wie vorhin, ohne Ende. Button-Smashen vor der Welt. Und mir freut sich schon wieso. Ich mag diese Animation. Das Cover ist viel epischer und ernster als das Spiel. It's a waste of time. Meinen Sie damit dieses Videospiel? Nein, dieses Videospiel ist keine Zeitverschwendung. Das ist voll schubi. Möchte er noch. Da unten, das schaut mir auch so noch Versteck aus. Nein. Da, das ist. Da hier ein Versteck? Ja, da ist ein Versteck. Und zack, zack. Krate. So. So, den mache ich auch noch platter. Chiaro. Null Problemo. So, da ist da noch was versteckt. Wie geht's hier weiter? Kann ich darüber irgendwie? Wieso kann ich da? Der ist eine Schildkröte und sie finden den Weg zum See nicht. Ich, natürlich, Schildkröten nehme ich immer mit. Wir haben keine Zeit. Ja, sicher, für Schildkröten ist immer Zeit. Was ist bloß mit dir? Wait a second! Hey, Abenteuer, Schildkröte retten, hallo? Okay, jetzt kann ich da weitergehen. Warum konnte ich da vorher nicht weitergehen? Ah, da geht's wieder zum Einsammeln, sehr gut. Ah, das ist Fledermäuse drinnen. So, da weiter geht's. Ui, da ist ein Bombenvogel, ja. Den haben wir da mal weg. Der schaut mir auch ziemlich stark aus, aber nichts gegen meine Karate-Künste. So, warte, ich habe Spaß mit dem Spiel, ehrlich. Dragon Power. Also das kann man echt zocken. Okay, würde ich jetzt zocken, wenn ich jetzt nicht jedes NES spielen müsste? So, müsste. Wenn ich mir das nicht vorgenommen hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht zocken, aber... Ich weiß, das ist schon irgendwie cool. Okay, da geht's weiter. Ja, ich helf der Schildkröte. Ja, dieser Puff hat mir geholfen. Oh, danke. Ich gebe dir jetzt irgendwas Episches. Ein Geschenk. Come on. Jump on. Ja, die Story ist jetzt auch sehr am Limit, aber... Du willst auch was? Du wolltest nicht die Schildkröte retten, du Schlange. Ruhe! Okay. Hier. Was ist mit ihm jetzt? Und zum Dank werden wir verzaubert in eine Schildkröte, oder was? Ah, jetzt einen Kristallball bekommen. We did it! Jetzt haben wir 4! Ich glaube, das Level glaube ich abgeschlossen, oder? Es ist so leise, lebt hier jemand? Ah, nimmt jemanden wahr. Super. Ah, ich trage dir nur meine super Karte fast. Krebse. Eigentlich eine gute Grafik. Das ist geil, ich wäre jetzt übertrieben, aber ganz gute Grafik. Das Springen wird wenig genutzt, denke ich, oder?
Was ist das für ein Bunker? Eine da. Kann ich das irgendwie vorspulen? Schaut nicht so aus. Irgendjemand teilt sein Essen mit irgendjemandem. Jogri, wir müssen irgendjemanden schlagen, kriegen wir einen Ball. Sie sagt, ist abgemacht. Ich kämpfe zwar nicht, aber ich habe da meinen Karate-Freund. Der macht euch alle platt. So, da. Was ist das? Hä? Was zum Geil war das? Oh, Hilfe! Hey! Ist das gut? Nein, das ist nicht gut! Ich dachte, die gibt ein Küsschen. Geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg! Boom! Oh, Schweinchen! Gibt's da irgendwo was Gescheites drinnen? Ein bisschen Zeitverschwendung. Ein bisschen Zeitverschwendung. Da kann ich nicht drüber hüpfen. Na gut, dass ich hüpfen kann. Ich bin schon öfters gedacht. So, schauen wir, was da drinnen ist. Schweinchen zerschlagen. Nein, weg, weg. Ich will kein Bussi von dir. Nein, 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 nein. Game over. Kann ich jetzt Continue machen oder muss ich von ganz von vorne anfangen? Und er lacht schon wieder so nett. Na, das ist ja schön, dass er sich immer so freut, auch wenn er Game over ist. Gerade vollends auf die Mütze kriegt und freut sich auch. Schön für dich. Wie geht's weiter? Ja, nochmal ein Continue. Na, da kann ich nochmal Continue machen. Ah, mit Start kann ich die Dialoge überspringen. Gut zu wissen. Was ist das? Kekse? Kekse einsammeln. Na, nochmal Kekse einsammeln. Sehr gut. So, da kann ich die Lok überspringen. Sehr gut. So, da gehe ich jetzt. Ah, also der Stockerl. Kampfstock ist besser. So, da wollte ich vorhin schauen, weil da konnte man rechts rüber gehen. Was ist da rechts drüben? Nix. Okay. Ist da irgendwas? Schaut nichts aus. Der schaut irgendwie ungemütlich aus, den klickt man da einfach mal kurzerhand weg. Ja, jetzt bin ich schon auf 10 Minuten und zocken wir noch, weil ich bin, was heißt, ich bin auf 10 Minuten, ich bin schon weit über 10 Minuten. Aber das Spiel macht irgendwie Laune. Was ist das für ein toller Stock? Wissen wir nicht, egal. Weiter geht's. Geh weg! So, was ist da drinnen? Diese komischen Dings da. Gut, brauchen wir auch nicht. Das sind komische Häuser. Gut. Da drinnen. Nix. Die mache ich nicht kaputt, das ist nutzlos. Ich bin der überzeugt, das bringt nichts. Geh weg. So, da. Okay, das ist irgendwie ein Special House. So, da. Weg mit der Fledermaus. Oder was auch immer das ist. Aha, was geht da ab? Super episches Extra. Gibt ein Wissen. Episch ist immer gut. Ah, ich will eigentlich da runter. Gut, schauen wir darüber. Das auch besprochen. Ja, ich finde, sie haben sich grafisch echt was einfallen lassen. Ah, da muss ich ins Haus reingehen, wahrscheinlich da, oder? Nein, das geht nicht. Da komme ich nirgends weiter. Okay, da müsste ich wahrscheinlich irgendeins in diese Häuser rein oder so. Ist da oben was? Darauf? Nope.
Kann ich über den Zaun springen? Ja, wofür kann ich eigentlich überhaupt springen? Das Spiel ist einfach nur nutzlos. Gut, dann sage ich mal, vielleicht ist das ein guter Punkt für eine Pause. Ja, Pause ist gut. Sagen wir mal, das war genug für Dragon Power. Kann man spielen, ist technisch gesehen wirklich eine Meisterleistung für das Alter des Spiels. Und schaut euch's mal an, es macht durchaus Spaß, ist jetzt nicht der Mega-Hit, aber ich kann mir vorstellen, dass das damals echt ein Hammer-Game war, vor allem grafisch. Super. Jo, kommen wir schon wieder zum Ende. Ich sage danke, dass mein Endscreen schon wieder nicht da ist. Ah, das nervt. Und ich sage danke für euren Daumen hoch. Ich sage danke fürs Abonnieren. Ich sage danke für alles andere auch. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, gleich da drüben weiterschauen. Ciao, ciao.